Wir sind hier auf der L1202, Fahrtrichtung Köncken, Ortsausgang Denkendorf. Wir sind alarmiert worden zum Verkehrsunfall 2, das heißt eingeklemmte Person. Hier ist die Lagemeldung, wie es eingeklemmte Person und Fahrzeug brennt. Die Lage hat sich herausgestellt, eine Person war noch im Fahrzeug, aber hier eingeschlossen. Das Fahrzeug hat nicht gebrannt. Insofern haben wir den auf den Transitzieher gestellt, haben uns um die Person gekümmert, haben die Person betreut, weil der Rettungsdienst und so war noch nicht vor Ort. Das heißt, das war die Rettungsmaßnahme, sich um die Person, die noch im Fahrzeug saß, zu kümmern. Sie war auch ein bisschen verletzt. Und dann haben wir gewartet, bis der Rettungsdienst eintrifft, um mit ihm die weitere Rettung dann abzustimmen, welche Maßnahmen man da noch ergreifen muss. Wer die Rettung in Absprache mit dem Notarzt dann, müssen wir kein technisches Gerät anwenden, sondern man hat sich dafür entschieden, dass man die Person dann doch recht schnell über die Seitentüre befreien kann. Und das haben wir dann auch gemacht, um den Rettungsdienst zu unterstützen, die Person aus dem Fahrzeug zu befreien. Nach meiner Kenntnis ist ja nicht, aber keine, dass die Ausgabe des Rettungs oder die Wäre, dass wenn der Arzt hier kommt, dann die Maßnahmen sind. Aber ja, das ist ja ein Fahrzeug. Ja, die Feuerwehr Denkendorf war mit 25 Mann und 4 Fahrzeugen fort. Die Feuerwehr Ostbildern hat noch unterstützt mit dem Rüstwagen, die war mit 7 Mann und 2 Fahrzeugen gefahren.